Okay, ich wollte das Video ja nicht machen. Ich wollte nicht, dass es so weit kommt, aber es gibt eine Sache, die ich loswerden muss. Und zwar wird heute ein Video kommen von so einem Format-Ding ins Teil, wo ich die Idee dafür, dass ich das machen will, eigentlich schon sehr lange habe und es tatsächlich endlich mal umgesetzt habe. Und das Problem ist, ich habe erstens mal keinen Namen dafür und zweitens muss ich erst erklären, was es überhaupt ist, weil Leute, die es jetzt sonst sehen, werden sich sagen, was soll das sein, MOP? Was ist das für eine Scheiße? Kannst du mal aufhören, weniger Scheiße zu sein? Dann sage ich immer, halt die Fresse. Es ist keine Konversation, die irgendwo hinführt. Deswegen rede ich in der Regel auch immer alleine mit dem Computer. Und zwar, der Plan ist, es ist eine Sache, die ich schon sehr viel länger machen wollte. Prinzipiell wird ein Video kommen, beziehungsweise ein Videoformat, für das wir keinen Namen haben, was es unglaublich scheiße macht, darüber zu reden, aber mir fällt einfach verfickt doch mal nichts ein. Und zwar soll es im Grunde ein Spin-off der Expertenrunde werden, was darauf hinausläuft, dass ich quasi ein Spiel gespielt habe, davon das Gameplay im Hintergrund läuft, wir das Gameplay anschauen und dann reden. Wie Expertenrunde im Grunde, nur dass wir da das Gameplay nicht sehen. Und das ist kein festes Thema. Das ist einfach nachkommentiertes Zeug. Allerdings nicht nur mit Wolle und mit Ricky, sondern mit vielen verschiedenen anderen Leuten auch. Das heißt, Wolle und Ricky werden auch immer wieder mal dabei sein, aber hauptsächlich mit vielen verschiedenen anderen Leuten. Die erste Folge zum Beispiel ist mit Fully und Azi. Fully und Azi ist die erste Folge. Und das ist Digimon Rumble Arena 2. Ein Spiel, das erstaunlich crappy ist. Und falls ihr euch wundert am Anfang, wenn ihr Fully und Azi nicht kennt, das ist okay. Die lernt ihr kennen. Und wie gesagt, sind auch nicht für immer die feste Besetzung, sondern das wird immer durchgewechselt. Damit man da ein bisschen flexibler sein kann. Sollen aber immer drei Leute sein. Ja, das Video sollte, denke ich, jetzt online sein. Und ich mache das Infovideo nur, damit ich erklären kann, was das überhaupt ist. Weil Leute werden es sonst sehen und sie werden sich sagen, das ist Let's Play Part zu irgendeinem Digimon-Spiel. Da bin ich ja interessiert dran. Vielleicht seid ihr wirklich interessiert dran, aber wie gesagt, soll ein bisschen was anderes werden. Und ich denke, es ist soweit auch relativ cool geworden. Anfangs ist natürlich immer ein bisschen seltsam, weil man fängt sowas an, man hat keine Ahnung, was man machen soll. Aber ansonsten, ich denke, das ist ganz nett geworden. Und ja, das wird auf jeden Fall kommen, wenn ihr einen Vorschlag für Namen habt, dürft ihr es mir gerne mitteilen. Ansonsten, ja, habe ich, denke ich, hier auch in der Videobeschreibung verlinkt. Ja, ihr könnt mal reinschauen und sagen, was ihr davon haltet. Ich denke, es kann eine richtig coole Sache werden, wenn wir uns da mal ein bisschen reingefunden haben und vielleicht auch mal überhaupt einen Formatnamen dafür haben. Ach ja, übrigens, den Format dann brauche ich wirklich, damit ich jetzt einen Titel schreiben kann. Es ist halt schrecklich, weil es schwer ist, das so zu machen, dass Leute überhaupt erkennen, ob es jetzt solche Videos sind oder nicht. Also prinzipiell, wie es aktuell aussieht, weil ich habe keinen Formatnamen, ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe. Aber Plan ist, dass wir haben ja diese Köpfe von der Expertenrunde mit diesem komischen Grinsen. Wäre ich so auf irgendeinem total lustigen Meme aus dem Jahr 2008 oder so basiert. Haben wir übrigens so als Avatare, weil das auf einer Streaming-Plattform Smiley war und da war der Einzige, der nicht komplett scheiße war und irgendwie hat sich irgendwie ergeben. Auf jeden Fall sind diese Köpfe dann irgendwo auf dem Thumbnail zu finden. Nicht so links am, nicht so ganz links am Rand wie bei Expertenrunde, sondern irgendwo anders sind da dann drei Köpfe drauf und das ist dann das und. Seht ihr, ich brauche ein Format damit, weil es fucking kompliziert ist, überhaupt zu erklären, wie Leute es finden können. In der Beschreibung verlinkt, schaut es euch an, sagt, was ihr davon haltet, was auch immer. Das ist der fünfte Anlauf, dass ich dieses Scheiß-Video aufnehme, weil es ist sehr verwirrend, das irgendwie zu erklären. Vielleicht merkt ihr das. Cool, dann schaut es an. Gut, ciao. Startet bei Wollo übrigens auch. Falls ihr euch wundert, bei mir und Wollo. Wobei es bei Wolle dann vermutlich erst morgen startet, da bin ich auch dabei. Gut, bis dann!